Granit Xhaka noch 8 Punkte vor Manuel Akanji, Arsenal und Manchester City für einen klaren Sieg in der Premier League. Legende der Schlusspunkt Granit Xhaka köpft nach einer gemessenen Hereingabe von Martin Ødegaard ein. Imago Bilder nahte Kapitän Granit Xhaka beim Ehrentreffer der Gäste durch einen Ablenker noch unfreiwillig für die Vorlage sorgt, köpft in 84. Minute zum Endstand ein. Der Schweizer hat nun wettbewerbsübergreifend im dritten Spiel in Folge für Arsenal getroffen. Gabriel Jesus erzielte 2 weitere Tore. Für den Brasilianer, der wegen der Knieverletzung mehr als 2 Monate ausfiel, waren es die ersten Tore seit einem halben Jahr. 0032 Video respektlos? Guardiola sah nach Journalistenfrage aus Sportclip vom ersten City-Gewinn auch ohne Haaland. Manchester City besiegte Liverpool ohne den verletzten Stürmerstar Erling Haaland mit 41. Kevin De Bruyne zum 21 und Ilkay Gündoğan zum 31 sorgte innerhalb von 7 Minuten nach der Pause für die Entscheidung zugunsten dem feldüberlegenen Sky Blues. Nati-Verteidiger Manuel Akanji sah beim frühen Gegentor von Mohamed Salah und in 2 weiteren Situationen nicht optimal aus.